Dementsprechend mit dem Blutkessel jetzt weiter. Jetzt haben wir ja die Quest für den Blutkessel hier auch wieder. Ausführliche Untersuchung des Blutkessels. So. Alles sind da. Ausdauer, genau. Durchbuffen. Haben jetzt einen Hexenmeister noch zusätzlich dabei. Was nicht verkehrt ist. Jetzt wird es allerdings, also Blutkessel tatsächlich bedeutend schwer, hat man gesehen. Wird interessanter auf jeden Fall. Und gerade schwer das Skill auf 302 gestiegen. So, dadurch, dass wir haben sogar für einen Mob doppelte Erfahrungspunkte bekommen, dafür, dass wir ganz kurz im Gasthaus waren. So, wir sollten auf jeden Fall hier nicht zu viel pullen. Ist eher ungünstig. Ah, sehr schön. Der Schurke kümmert sich um die Non-Elite. Das finde ich super. Das ist wiederum echt gut. Übrigens auch die Non-Elite geben tatsächlich einen einzigen Rufpunkt. Also geben einen Rufpunkt. So, hier waren jetzt glaube ich noch keine Schurken, oder? Hier unten. So, Verteidigung auch gerade auf 301 hochgegangen. Ist natürlich Vorteil, dass wir jetzt ein Level mehr haben. Oh, er wurde gepult. Ist es tatsächlich so, dass wir jetzt auch natürlich ein bisschen weniger jeweils einstecken, ein bisschen mehr Punkte insgesamt. Simon! Immer zum Tank laufen. Nie vom Tank weglaufen mit Aggro. Das grundsätzliche 1x1 des Gamings. Das hier. Guck mal, mit. Tatsächlich, ich habe einen mit Donnerknall getötet. Das ist ja der Wahnsinn. Immer zum Tank laufen. Gilt für alle Klassen. Übrigens auch für Tanks, wenn der Tank nicht tankt. Der tankt. Mana. So, Mana-Stopp kurz einlegen. Du kannst nicht questen. Aber weil es so ruckelt, ist tatsächlich so. Also im Moment, die müssen ein bisschen mehr Stoff auf die Server geben. Im Moment ist das Quest, also wenn es so ruckelt, auch mit dem Verkaufen gerade, was man draußen gerade gesehen hat, in der letzten Folge dann dementsprechend. Ey, das ist echt übel. Also, deswegen Instanz ist jetzt gerade, und die Uhrzeit ist es echt gut, ist natürlich jetzt auch die Hauptuhrzeit. Zu 20 Uhr, wo die meisten Leute halt auch spielen. Hexenmeister mal Akku gezogen. Gott, wo will der denn hin? So, hier müssen wir jetzt ein bisschen aufpassen, dass die Gruppe eigentlich hier relativ geschlossen hochgeht aufgrund der Schurken. Ich laufe einfach mal ein bisschen hier. Wer fällt ein? Das kann doch sein, dass halt hinten einer gestunt wird. Da ist schon irgendwo einer. Da. Merke ich übrigens, wenn hier mein Zeug angeht. Noch bevor man ihn zieht. Ich habe glaube ich schon wieder Loot liegen lassen, oder? Ich bin es tatsächlich aufgrund von Axramas nicht mehr gewohnt, Gegner zu looten. Das ist echt eine Krankheit. So, da. Direkt Nierenhieb kassiert. Sehr hübsch. Mein Blut soll euer Verderben sein. Nächsten. So, wir können auch mal gleich ganz kurz gucken, welchen Ruf wir schon haben. Man steigt im Ruf halt auch relativ zügig. Wo ist es denn? Ehrenfeste. Wir sind jetzt schon fast wohlwollend und sind zweimal diese Instanz gelaufen. Wir sind schon wohlwollend. Wir brauchen nur respektvoll, um ehrfürchtig hier reingehen zu können. Also ganz ehrlich, das mit dem Ruf ist auch völlig überschätzt. Ganz ehrlich. Dann gehe ich halt fünfmal die Ehrenfeste, bin aber dann respektvoll und habe den Ruf eigentlich dann schon komplett zusammen, den man braucht.
Also wir sind jetzt echt... Ich habe ein bisschen gequestet, minimals gequestet. Wir haben noch sehr viele Quests offen. Und sonst jetzt zweimal oder viermal die Instanzen gelaufen insgesamt. Und sind jetzt wohlwollend. Also man kriegt echt Ruf auch hinterhergeschmissen. Ehrfürchtig wird man auf jeden Fall bei jeder Fraktion, wenn man dann eh noch heroisch geht. Wo man dann auch pro Gegner Ruf bekommt. Eigentlich ohne Probleme. Hä? Achso. Beschwörungsscheiße. Okay, könnte einer den stunnen? Irgendwer, der stunnen kann, der baut sich hier gerade seinen Zoo zusammen. Sein Privatzoo. Verführen. Yay. Kann man übrigens despellen. Oh, Mini Diablo geht gerade ab. Oh, geil, das ist sogar ein Cast mittlerweile. Oh, das haben sie geändert. Cool. Der castet sogar. Wie geil ist das denn? Das ist echt neu. Das gab es vorher nicht. So. Mana muss reichen. So, der Kleine ist tot. Und wir werden uns, ich werde mir, glaube ich, auch noch nachher schnell Lurki holen. Aber dazu müssen wir nach Sturm hin. Den gibt es leider nicht bei jedem Gasthaus, sondern tatsächlich nur in den Hauptstädten kann man sich den holen. Für die Collector's Edition von DBC. Und den würde ich auch gerne mal wieder rausholen. Diablo ist auch cool, aber Lurki ist cooler. So. Wie sieht's aus? Eigentlich ganz gut. So volles Mana wird völlig überbewertet, finde ich. Ich würde übrigens, kleiner Einwand an der Stelle auch, wenn ich jetzt mit Magier da wäre und hätte so einen Tank, wie ich ihn gerade spiele, oder wie ich gerade Tank spiele, ich würde mich selbst nicht mögen. Tatsächlich. So, hier sind glaube ich auch noch mal Schurken, oder? Wobei, ich glaube, die sind überall. Okay, Mana ist noch halb voll. Schildschlag ist es, was mich dauernd hier umnietet. Na, komm her. Wir haben schon wieder ein Kästchen von 61. Übrigens, es gibt bereits einige, die hier auf Level 70 sind. Also ich habe auch schon in der Hauptstadt gerade tatsächlich schon einige gesehen, die auch auf dem Server hier schon Level 70 erreicht haben. das waren dann die Power-Leveler. Und man muss da relativ viel Zeit dann schon reinstecken, um Level 70 zu sein, weil es kostet schon ein bisschen Zeit. So. Hä? Was konnte ich denken? Ah, ich hab... Nee. Hä? Ich konnte ihn gerade nicht looten. Meinheit! Mana. Yo, ich warte. Wir warten. So, ich brauche übrigens auch meine Buffs sind wieder weg. Die nehmen hier dauernd die. Also, Simon, du hörst mich ja eh. Die nehmen, dass ich zumindest Ausdauer vielleicht auf mir drauf habe, weil es echt hilfreich ist. Die nehmen hier die Buffs immer wieder rum. Ich werf dich permanent. Ja, ich weiß, aber die nehmen mir dauernd die Buffs runter. Lasst mich frei und ich werde euch einen schnellen Tod gewähren. Zumindest auch tatsächlich nimm nur das 30 Minuten, weil mir das E-Down wieder runtergereinigt wird, aber so ein bisschen ist ganz nett, wenn ich hätte. Ist das hier eigentlich eine Senke, wo ich mich hinstellen kann, dass die kommen? Ja, oder? Hallo? Das war gerade Arbeitsverweigerung von Guybrush. Ich stand gerade einfach nur da. Ah. So, jetzt müssen wir mal gucken, ohne dass hier alles kommt nach Möglichkeit. Können wir den hier irgendwie einzeln rausziehen? Eher schlecht, glaube ich.
Oh, es könnte sogar passen, oder? Oh, Sahnepool. Aber was für ein Pool. Ja, holla die Waldfee. Ja, komm her, ja. Okay. Ja gut, das reicht auch. Da, der war nicht schlecht. Genau zwischen den beiden Gruppen. Das sollen wir mal einer nachmachen. Wunderschön, erfolgreich und amüsant. Guten Abend, Riker. Dir natürlich auch. Hallöchen. DBC, Riker. Endlich. Ich feier's. So, Mana reicht eigentlich. Oh, da ist noch ein Schurke dabei. Oh, das wird jetzt hart. Wir machen mal Demolitionsruf auf jeden Fall auch mit raus. Vom Rest habe ich, glaube ich, die Aqua, außer da, wo der Schurke immer drauf kloppt. Da haben wir 7k, da nur 4k. Ja, passt. Ging noch, aber das war jetzt tatsächlich schon ein bisschen mehr gerade. Ich habe das Gefühl, ich brauche schon ein bisschen weniger. Schau mal. Du hast auch ein Interrupt. Ja, irgendwie unterbrechen tut in den seltensten Fällen hier jemand. Ich kann nicht. Ich müsste ein Schild anziehen, dass ich unterbrechen kann, weil das hier geht leider nur in Berserkerhaltung und mein Schild geht halt in der Verteidigungshaltung, aber ich habe kein Schild an. Deswegen kann ich nicht unterbrechen. Sonst würde ich auch mitmachen. So. Mana tanken. Und dann erster Boss. Tatsächlich erst. Also es ist eine recht aufwendige Instanz. Also mit viel Trash tatsächlich. Bin wieder weg. Eine Pizza holen. Bis gleich. Riker, bis gleich. Einen guten Hunger wünsche ich. So, dem Ingenieur ist nichts zu schwören. Kommen da jetzt alle mit? Kann sein, dass die Party jetzt mitkommt. Nee. Schurke ist tot, oder? Ja, der Schurke ist tot. Die Minen hauen ordentlich rein. Oh, ein Zehnstein. Ah, ist so auf dem Tank. Aber wenn wir noch ankamen, der Schamane kann eh aufstehen. Ich werde hier zum Schweigen gebracht. Okay, das ist natürlich auch kacke. Und die Minen hauen halt ordentlich Schaden rein. Hm. Wenn du hier zum Schweigen gebracht wirst, kannst du das ausrangen. Soweit ich weiß, Simon. Also einfach weiter wegstellen. Ich ziehe die eh hier raus erstmal. So, und wir haben uns mal tatsächlich so ein kleines bisschen Buff-Food rein. Wobei wir die... Welche in der... Ich werde hier mein zum Schweigen... Was heißt hier, welche Interrupt meinst du? Ich ziehe den raus. Interrupt ist Interrupt. Erdschock. Ja, genau. Ich würde, der Schurke erklärt gerade im Schaman, wie er seine Klasse zu spielen hat. Ich versuche mir auch mal... Okay, das wird ja die Aggro geklaut. Sonst könnt ihr mich mal so versuchen zu stellen. Nein, nicht vieren. Gottes Willen. Es wird nie geviert. Lebensmüde. Nicht vieren. So, jetzt können wir aber hier rein. Genau. So, dann nehmen wir die hier, glaube ich, erstmal. Ich habe sogar Akku. Ach, der beschwört wieder. Ah, okay, Ice Queen hat. Er beschwert wieder fröhlich vor sich hin. Hi. Lass das. Na komm, Mana erreicht noch. Wir nehmen die gleich noch mit. Face Pull.
So. Zwei Gegner noch, dann haben wir den ersten Boss. Übrigens für die Quest, ach guck mal, hier liegt auch noch eine Mine. Für die Quest müssen wir, okay, Mana reicht. Für die Quest müssen wir eigentlich nur unten beim Endboss in den Raum rein, also nur den Raum betreten. Wir müssen nicht mal den Endboss killen für die Quest. So, hier liegt jetzt wieder eine Mine. Kann ja nicht ziehen, weil der Schurke schon wieder Akku gezogen hat. Dann explodieren halt die Minen, das macht halt ordentlich Schaden. Achso, die Succubus ist auch, ja, guck mal hier. Hi. Alter, wie viel... Ist aber auch Heal-Aggro. Euren Spott. Und Spott. So. Da ist noch Loot. So, kurz Mana tanken lassen und dann ab zum Boss. Boss sollte, glaube ich, so gehen, ohne jetzt Schild irgendwie großartig. Ich glaube, der Trash ist hier tatsächlich eigentlich anstrengender wie die Bosse. So, kurz noch warten, bis das Mana von allen voll ist. Und dann geht's weiter. Werden ein bisschen länger brauchen wie die 45 Minuten, aber liegen gut in der Zeit eigentlich. Sind trotzdem recht zügig unterwegs. So, das muss reichen. Schwerter könnte nochmal nach oben gehen, dass ich noch ein bisschen besser treffe. So, sehr schön. Platte, Hände. Erhöht die Trefferwertung um 6 und 2 Sockel drin. Was halt die Items hier auch tatsächlich so gut macht, sind halt auch diese Sockel. Und vor allem ich als Juwel kann auch meine Juwelen selbst herstellen. Hier beispielsweise die hier. Und könnte die da reinsockeln. Und dann gibt es meistens auch noch einen Sockelbonus an allen drum und dran. Also du hast schon durch die Items, die hier drum sind, echt nicht übel. Du kannst hier schon ein bisschen was reißen. So, diesmal ohne Putt, sondern einzeln. So, ich ziehe die eh wieder hier raus. Oh, oh. Okay, so viel zum Thema ohne... Alter. Und auch wieder diese scheiß 5 Sekunden. Alter, 5 Sekunden ist dann. Jetzt nehmen wir mal das hier. Masssport. Dauerstun. Okay, der ist tot. Das war unbeabsichtigt. Ich hätte vielleicht ums Eck gucken müssen. Dass die Patrouille jetzt hier. Und Buff wieder weg. Die müssten ja dann auch wahrscheinlich sogar den 10-Stein runternehmen können, oder? Ja, alle Buffs wieder weg. Also das ist echt, also die Mechanik ist echt nervig. Ach, guck mal hier übrigens. Wo ist er denn? Handeln. Zwei, hier. Bitte sehr. Moment, Telefon. Ex. Das weiß ich nicht, aber Buffs und Hots auf jeden Fall. Ja, das ist echt mies, also... Es ist halt abartig aufwendig. Immer wieder durchbuffen, das kostet halt auch Mana und allen drum. Und vor allem auch Zeit halt. Also das ist schon fies. Fiese Mechanik auf jeden Fall. So, Reh. Oh, das ging schnell. So, jetzt haben wir gleich die Part noch mit. Können hier direkt weitermachen. So, wie sieht's Mana aus? Ganz okay eigentlich soweit. Oh, hier werden Targets verteilt. Okay, das schaffen die hoffentlich. Ich bin eh gestunt schon wieder. Okay, restliche Akku haben wir. Hinten war noch ein Schurke jetzt gerade. Ich habe es kämpfen gehört. Deswegen bin ich da hinten gerannt. Da geblieben. Wow, wow, wow. Okay. Die Minen hauen halt auch ordentlich rein. Ich weiß gar nicht, wie viel Schaden die machen, aber ich glaube, es sind schon 2k. Wie so eine Mine auslöst. Ein Dolch. So,
So, erstmal wieder Mana tanken und dann weiter. Aber jetzt auch schon wieder, ja, zwei Balken, 9% jetzt schon wieder gemacht an reinen XP. Ich werde dann morgen wieder, morgen übrigens der nächste Stream hier, am Freitag um 20 Uhr. Ich werde morgen aber allerdings auch ein bisschen aufnehmen, vielleicht sogar mittags streamen. Es könnte sein, dass ich morgen mittags schon streame, um 12 bis 2 ungefähr, vielleicht, mal gucken. Wenn nicht, werde ich da questen und ein paar Aufnahmen für YouTube dann machen und werde erst wieder ein bisschen questen. Wenn nicht, spätestens abends um 20 Uhr dann der nächste Stream. Ah. Ich hätte ihn genommen, bin aber... Okay, der Schamane kümmert sich drum. Ich hätte ihn genommen, war aber gestunt. Ich konnte ihn nicht spotten. Dieses Beschwören, das ist halt echt... Vor allem die Succubus, das ist halt mega nervig. Der hier übrigens auch. Komm. Normal ist immer erst schön, die Non-Elite killen, dann die Elite killen. Gut, dann kill ich die Non-Elite. Ist der Schurke tot? Der Schurke ist AFK. Was sagt? Irgendwie ein bisschen Damage. Den habe ich übersehen. So, ich hoffe, der kommt wieder. Wenn ich die Idee finde, man schnell für so eine halbe Instanz eher dann schwierig. Da lobe ich mir meine Parler-Buffs, die kosten nicht so viel Mana. Dafür musst du sie halt auch sehr oft wirken. Na? Geht schon ein bisschen was an Damage, das merkst du. Yay, geröstete Wachtel. Okay, ich würde sagen, wir machen trotzdem erstmal weiter. Das sollte eigentlich gehen. Hier ist eine Putt, die können wir schon mal markieren. Illidan ist ein eingebildeter Narr. Ich werde ihn zerschmettern und die Scherben weg. Also die Putt würde ich ungern mit der Gruppe jetzt spielen. Weil, mit einem... Ja, okay, die drehen um, weil mit einem weniger ist schon schwierig. Ich lasse dir die Wachtel. Das ist sehr nett, Simon. Das ist ja nett. Sehr schön. Hier wurde gerade mal unterbrochen. Hier, oh, sogar gebannt. Nice. Ah, der Schurke ist immer noch nicht da. Für kurzen Zeit ist es nicht schlimm, aber für einen Boss-Spiel wäre es doof, tatsächlich mit einem weniger. Die Bahn dauert noch ein bisschen, wir nehmen die Putt aber gleich noch mit. Den großen Bann natürlich genommen. Der eine halbe Stunde geht. Na, komm her. Ja. Ne, ausgebüßt ist mir keiner. Übrigens hier die ganzen Schamanen-Buffs sind auch geil, die wir hier haben. Das ist alles Schamane. Meine Großen halten auch 30 Minuten. Aber es sind schon die richtig Großen. Schurke, komm wieder! Wir brauchen nicht. So. Yay, dreimal blutiger Fangzahn. Kommen da alle drei? Ich glaube ja, oder? Jo. Allerdings schön einzeln.
Die Minen haben eine große, eine richtig große Range. Ja, da ist gerade ein explodiert, das merkst du schon. Das sind 25%, die hier abgezogen worden sind. Die Minen sind schon nicht ohne. So. Und dann, ja, noch den Raum clearen. Danach sind wir beim nächsten Boss. Mal nachfragen. Der Schurke, ja, der ist irgendwie... Also wir, den Raum hier kriegen wir auch noch ohne ihn hin. Aber den Boss ist echt mit einem DD weniger, ist schon eine Nummer. Vor allem, der hat halt auch gut rausgehauen. Kann ich die drei hier pullen, ohne dass die mitkommen? Ganz seitlich müsste eigentlich gehen, oder? Ja. Oh Gott! Ja, doppelt in die Luft geschmissen worden. Auch cool. Oh Gott, hier ist noch ein Schurke. Ich rette dich! Nirni. Heal me up, Scotty. Sorry, Leute. Ah, hatte kurz kein Internet. Ah, wie? Dann wäre aber offline gewesen. Aber einfach nicht da. Aber er ist wieder da. Sehr schön. Oh, auch ohne ihn. Zumindest den normalen Trash kannst du auch mit einem DD weniger machen. Auch wenn das jetzt hier gerade schon eine schwere Nummer war. So, der Lü. So, das war jetzt Mana-intensiv. Uiuiui. Und knapp. Aber ich hab noch nicht auf Schild wechseln müssen. Vorhin in der ersten Gruppe waren wir zwar schneller, aber ich musste auch öfter auf Schild wechseln. Das ging gerade noch. Und ich hätte auch noch einen Heiltrank notfalls gehabt, aber... Ja. So, gleich ist Essensbuff wieder weg. So, wir können hier übrigens in den Raum gleich rein. Muss ich ab und zu umdrehen, wenn so ein Schurke unterwegs sind. Ich höre es meistens. Allerdings, wenn da gerade drei Leute auf mich einkloppen, ganz ehrlich, kann ich auch nicht kurz weg. Der zerlegt uns hier hinten. Dann muss derjenige, der Akku hat, zum Tank laufen. Weil ich kann halt auch nicht, ich kann mich ein bisschen bewegen. Problem ist halt, wenn ich drei Leute am Arsch kleben habe, bewegst du dich halt auch nicht so mega weit. Ja, hallo? Den Heiltrank habe ich gebraucht. Alter, was hat da so reingedonnert? Ich habe ein Schild an, übrigens gerade. Holla, die Waldfee. Das waren, glaube ich, die Minen, oder? Röstete Wachtel. Oh, die hauen schon ordentlich zu. So, die nächsten Gruppen können wir allerdings da drin machen. Drei Stück noch. So, Schild wieder aus. Oh, das war gerade... Also, Roller die Waldfee. Das war Schaden. Ja, und Buffs wieder weg. Aber tatsächlich, es scheint so, dass der Seelenstein zumindest nicht runtergereinigt wird. Ging hier aus der Flasche, weil hier ein Glas stehen. Boah, was ist denn los? Ja, die hauen mich so dolle. Ein Kopfnuss. Was? Na. Ja gut, die Techniker mit den drei Minen sind tatsächlich ein bisschen härter. Die Minen kannst du aber halt auch... Also du kannst die Minen halt ausrangen. Wenn ich die Akku kriege von allen. Schurke hat ein Talent, Akku zu ziehen. Weil man kann die Minen, die platzieren die Minen auf dem Boden. Das siehst du, die haben eine gewisse Zeit hier beispielsweise, bis sie explodieren. Und wenn du die halt einfach wegziehst, explodiert diese Mine nicht.
Ah, hier, und der Schurke kannst du auch entschärfen, die Minen. So, Nesserstoff. Das ist wie Runenstoff getroppt in letzter Zeit. Nesserstoff tatsächlich erst 17. Gar nicht viel. So, und wie sieht's Mana aus? Eigentlich ganz gut. Ich warte kurz auf meinen Blutdurst. Mehr Blut. So, und Ryan da. Rein ins Getümmel. Ah, sehr schön, das Beschwören unterbrochen. So muss das laufen. Okay. So, halb Mana. Ja, komm, das geht, die geht noch. Die nehmen wir noch mit. Ja, jetzt hat er die Mine ausgelöst. Okay, der ist tot. So, sollten wir eigentlich schon wohlwollend sein jetzt mittlerweile? Ehrenfeste, wir können gleich nochmal gucken. So, den Schalter darf halt keiner betätigen. Sonst geht's los. So, sehr schön. Wir setzen uns auch nochmal kurz hin. So, wir gucken mal ganz kurz. Wie sieht's ruftechnisch aus? Ehrenfeste. Nee, vor. Okay. Aber wir werden vielleicht am Ende der Zeit. Ja, wobei, wird eng. Auch fast wohlwollend. Runenstoff nehme ich gerne. Habe ich das. Also, Runenstoff kann ich dir tatsächlich schicken. Ich brauche eigentlich nicht. Ich muss noch Erste Hilfe auch noch skillen und so weiter und so fort. Da brauche ich, glaube ich, noch ein kleines bisschen, noch nicht viel. So. Wenn wir dann alle voll sind, können wir loslegen. Und hier ist jetzt eigentlich Mana sparen dann das A und O. Aber eigentlich ging es ja. So. Und dann einmal bitte sehr. Oh Gott, 4, okay. Ja gut, hier geht's. Hier kann zumindest nichts gepult werden. Hier ist eh tot. So, die nächsten. Ging das das letzte Mal in einer anderen Reihenfolge auf? Wie kommt die Reihenfolge anders davor? So, die nächsten. Oh. So, es sind jetzt 4. Na, ich habe doch hier geklickt. Das Schöne ist, wenn man momentan keinerlei Items brauchen kann, kann man einfach blind auf Gear gehen. Ja, was hat denn die getrieben? Hm. Ja, verprügel mich halt. Ich bin arm und wehrlos. So. Nächster Trupp. Hallöche. So. Mal den Molestierungsruf draufschmeißen. Jetzt kann ich aufs Schild wechseln. Mal ein bisschen Mana sparen lassen. Allerdings, der Endboss kann halt nichts. Der macht diese Giftwolke, klar, ein bisschen ziehen, wie Kropolus letztendlich, wo die Giftwolke immer größer wird, aber an und für sich können die nichts. So. Sehr schön. Oh, guck mal da, auch wieder Runenstoff. So. La Boss. Auch nochmal looten. So, den machen wir ohne Schild. Ausgewichen, ausgewichen. So, jetzt hier übrigens, dadurch, dass wir ein Level mehr haben, nicht mehr orange, bedeutet, ja, ist leichter zu killen. So, da ist die Giftwolke. Bisschen ziehen.
zwei Giftfolgen soll er machen können. Mehr sollte er eigentlich gar nicht machen können. Da ist die nächste Giftfolge. Ja, und tot ist er. Bingo. Eigentlich ganz einfach. Stoff. Sieht aus wie ein Ring. Handgelenk. Ist aber Handgelenk. So, brauchen wir... ne, plündern müssen wir... Ach, guck mal, da können wir noch plündern. Sehr schön. Oh, das nehmen wir alles mit. Das ist jeweils auch diese grauen Items nicht liegen lassen. Das ist jeweils ein Gold. Darf ich den Ring? Ja, klar. Klar. Ja, darf jeder machen, was er möchte. Jeder nehmen, was er möchte. Wenn es ansatzweise sinnvoll für die Klasse ist, kann hier jeder mitnehmen, was er möchte. Wir sind ja nicht so. Wollen wir die... Ach, ich würde zumindest die hier auslassen. Die sind echt anstrengend. Die dahin lassen wir aus, glaube ich. Muss ja nicht jeden Mist... jeden Mist mitnehmen. Hier sind wieder auch ein, zwei Schurken unterwegs. Ah. Ah, nee. Hä? Ach, der bufft die Teufels... Ich wollte gerade sagen. Das sah so aus, wie wenn jetzt eine Aggro hatte, aber der hat einfach nur die Teufelswaffe gebufft. Dass die ein bisschen mehr Schaden macht. Klar, bulli sie dann. Herausforderung wird angenommen. Herausforderung akzeptiert. So, Teufelswache. So, müssen wir mal gucken. Ein Schurke, zwei Schurken werden hier wahrscheinlich auch noch unterwegs sein. Also Blutkessel ist tatsächlich um einiges nicht wirklich, also anspruchsvoller würde ich jetzt nicht sagen, um einiges anstrengender wie das Höllenfeuerbollwerk. So, Mana dahin. Oh, komm, das geht. Hier, wir laufen hin. Und Schurke, oder? Wahrscheinlich irgendwo. Ein Schurke müsste eigentlich noch kommen. Guck nicht, dass der hinten dran die Gruppe dann zerpflückt. Okay. Hexenmeister hat Spaß. Versklavt. Why not? Mana sieht gut aus. Zumindest halb gut. Oh, könnte sogar sein, dass der ein bisschen mehr Schaden macht. Ah. Da haben wir ihn doch. Den hast du wieder gar nicht gesehen. Mehr. Ah, jetzt hat der Schurken schon wieder gezogen. Okay, jetzt haben wir aber alle. So, Mana recken lassen und dann haben wir... Endboss nur noch, oder? Sind nur drei Bosse. Ja, drei Bosse. Endboss jetzt noch und danach sind wir eh schon wieder durch. Und haben jetzt auch schon wieder immerhin drei Balken. So. Okay, das muss reichen. Hexenmeister kann... Geht das ohne den zu... Oh ja. Schattenblitz, das will ich sehen ums Eck. Gar nicht alle bekommen. So, die Kleinen kannst du weg. Au, ihn. Und alles ein Ruf. 41 Intelligenz. Hm, Taschenplätze sehen auch gut aus. Haben jetzt sogar einen hier Random-Item. Bin mal gespannt, das werden wir vielleicht verkaufen, das Rückending. Ist halt ab 62 oder wir ziehen es sogar an. Weil Rücken, gerade für Furorgier, wenn wir dann questen, habe ich eigentlich nicht. So, kommen hier übrigens auch Schurken, ja, oder? So, jetzt kommt der anstrengende Bereich. Die hier, wo Dauer-Akku-Reset machen, ist gerade wirklich nicht schön, wenn die Gruppe sehr verteilt steht. So, wir warten kurz auf den Schaman. Der Arme hat nie Mana. Also Schamanen brauchen anscheinend echt viel Mana. Hexenmeister ist da völlig stressfrei, der macht einfach Aderlass. Okay. Sind es drei Teufelswachen. Und zwei, die dauerhaft Akku-Reset machen. Ah, er hat wieder versklavt. Das Problem ist, dass Versklavenhelder auch immer kürzer. Ah, guck mal, ja. Oh, die Teufels hat aber gut Akku. Hey, der ist tot. Und der ist auch gleich tot. So, will er die rauslassen vielleicht?
Wenn das jetzt nicht mehr... Halt. Ja. So. Die nehmen wir mit. Wir haben tatsächlich jetzt, ich habe gut 200 Gold gemacht heute an dem Tag. Also 200 Gold an einem Tag, einfach mal so durch ein bisschen Quests, ein bisschen Instanzen, jetzt nicht mal übermäßig viel. Das läuft schon, muss man sagen. So, wir lassen Mana auftanken und dann nächste Group. Im Chat ist heute relativ wenig los. Seid ihr so gebannt? Von DBC. Illidan ist ein eingebildeter Narr. Muss allerdings auch sagen, ich rede heute wieder sehr viel. Und die Scherbenwelt zurückfordern. Hä? Ah nee, nein! Oh Gottes Willen. Die Hexenmeisterin ist aber auch hier. Einfach mal so vieren. Simon hat Aggro. Lila ist immer ganz schlecht. Jetzt aber halt von den. Die machen halt alle 3 Sekunden ein Aggro-Reset. Sag mal. Alter. Vor allem, wie viel Heal-Aggro hat der denn? Gibt's ja nicht. Hier, der Heil. Simon hat's gerade zerlegt. Der lief jetzt nicht so optimal. Problem ist dadurch, dass die dauernd anstürmen. Und unten der nicht, und Schurke anscheinend DC hat. Das sieht jetzt nach DC tatsächlich aus. Ja, schwierig. Haben wir jemanden, der retzen... Der Schamane kann doch retzen. Simon, warte, der Schamane kann nicht aufheben. Schamane gönnen das. So, mein 10-Stein läuft gerade aus. Ja, durch den dauerhaften Aggro-Reset, das Problem ist, die 1, 2 sind oben, da unten hat noch eine Aggro. Man darf sie halt echt in Luft zerreißen. Das ist halt nicht easy. Eigentlich unten Schurke drauf, Stun wäre geil gewesen. Hier, Hexenmeister. Den auf jeden Fall mal zuerst. Dann die anderen zwei. Die anderen zwei sind zwar anstrengender, aber den Hexenmeister erstmal zuerst. Schurke ist allerdings tatsächlich, der hat wieder einen DC. Der letzte DC hat allerdings recht lange gedauert beim Schurken. Ich glaube, wir kriegen die auch zu dritt hin. Oder zu viert hin. Wenn zumindest das Mana und alles voll ist. Hoffe. Der kommt dann wieder. Wird kurz dauern. Schurka hat diesmal da wirklich ein DC. In der Verbindung nicht die stabilste bei einem guten Mann. Aber wir sind, also wir stehen vor dem Endboss. Wäre jetzt schade, wenn wir jetzt noch 9 suchen müssten auch. Aber die Gruppe können wir auf jeden Fall machen. Yo, ich hole mal Kaffee. Ja, gut. Das ist für Livestreams, das ist übrigens... Gut, der Schurke kann jetzt nichts dafür, aber für Livestreams ist das immer super. wenn halt sowas passiert. Ja, und jetzt... Kennt einer einen Witz? Bitte jugendfrei und vernünftig. Da steht noch eine Kiste. Na, der ist immer, hat er wirklich DC. Ah, ein richtiges. Was mir alle wundert, ist, wenn er DC hat, dass der Charakter aber nicht auslockt. Weil wenn es innen weg ist, sollte eigentlich der Charakter auch auslocken. Was ist der Unterschied zwischen dir und einer Raupe? Wir werden beide irgendwann ein wunderschöner Schmetterling. Ich warte heute noch drauf. Keine Ahnung. Das Traurige ist halt, oder das Beschissene ist, wir stehen vorm Endboss. Ich queste gerade in Desolage, bin gefühlt komplett alleine hier und es regnet in Desolage. Habe ich noch nie gesehen. Ja gut, Desolage ist tatsächlich auch, boah, das ist halt auch ein Gebiet. Aber ich mag es überhaupt nicht. Da queste ich so selten, klar, Mauer, Don gehst du mal hin, holst dir die Quest, die Zanzenquest, die haben Gott sei Dank relativ wenig Vorquests auch.
für Maurer Dorn, aber Desolation ist auch so ein Ort, da quest ich abartig ungerne. Aber so schön. Ganz Desolation für dich alleine. So. Klasse. Einer Raupe. Aus der Raupe wird mal was. Simon, der war fies. Wo ist der Bannknopf? Ich will zumindest die 3 killen, die schaffen wir auch so. Geht das eigentlich? Schwierigkeit, Schlachtzuggruppe, Voice, Fenster, verschieben, Gruppen, Schlachtzugsymbole. Geht hier nicht ein Abfragecheck? Wo ging das denn? Ich habe schon ewig keine Plündern, Zelten. Oh, hä? Oh. Ach, cool. Okay, das ist natürlich schön. Ja, wie geil. Hallo. Hexmeister hat einfach übernommen. Das ist natürlich Luxus. Okay, der ist tot. Ich komme. Okay, hat Aggro. Bist bei den Viechern halt echt nur im Hinterherrennen. Oh, du gibst 700 Erfahrungspunkte pro Gegner. Oh, ich habe keinen Spott-Ready, aber der hat eh nur noch 10%. Und noch ein Item. So, Kiste, würfeln, ehrlich gesagt. Random. Eine 19 gewürfelt. Yay! Ich krieg's das schon mal nicht. Eine 90 von... Oh, Simon, eine 90. Okay, ich glaube, du kannst aufmachen. Über 90 würde Schurke nicht kommen. Eine 5. Okay, es hat tatsächlich einer geschafft, noch weniger zu würfeln wie ich. Wie nett. Vorquest für Kloster. Oh Gott. Hier machst du echt die Vorquest für Kloster in Desolate? Da rennst hier doch ein Wolf. Hier ein Schild ist drin. Der Bannknopf wird sprachgesteuert durch Zombibi-Bann bitte. XY. Ja, warten, oder? Es ist halt der Endboss. Also ich würde jetzt warten. Jetzt irgendwie den rauszuschmeißen, klar, nee, ist es eine scheiß Aktion. A, B, bist ein Neuer hier in die Instanz reingelaufen. Gut, wir hatten den Hexmeister. Ob bist du einen Neuen hier hast, der nur für den Endboss schnell mitmacht, wobei da findest du garantiert auch jemand, weil du kannst hier in Instanz, es ist eine 5er Instanz, du kannst hier unendlich oft machen. Ja, aber es, ja. Er hat auf jeden Fall ein lustiges, er ist wieder da. Er ist wieder da, oder? Und ich habe das Schild gewonnen. Er ist wieder da, er ist nicht wieder da. Wieder da, Fragezeichen. Also er rennt jetzt zumindest nicht mehr auf der Stelle. Ich liebe Kloster im Gegensatz zu dir. Ich mag Kloster an und für sich auch. Ein, zwei Mal. Aber so 5, 6 Mal wird es halt echt langweilig. Kloster ist einfach von der Instanz her relativ fad. Da finde ich Blutkessel jetzt spannender beispielsweise wie Kloster. Das ist, setz ihn mal, man kann ihn ja gleich in die Ecke schicken und so ein Papphütchen aufsetzen mit dem Mark. So, ja. Also er rennt jetzt zumindest nicht mehr gegen die Wand. Immerhin. Das Problem ist, ohne ihn den Endboss zu machen, gut, er ist jetzt nicht so schwer, der Endboss. Wir würden, glaube ich, auch den Endboss ohne ihn schaffen. Also mit einem DD halt weniger. Es dauert länger, es wird ein bisschen schwieriger, aber prinzipiell ist es schon machbar. Aber wenn ich jetzt einfach komplett rausnehme, ist auch doof. Dann warten wir halt. Bei YouTube übrigens, die Leute, die das hier bei YouTube sehen, spult einfach vor. Ihr habt die Möglichkeit, die Leute im Livestream nicht. Ihr müsst leider zugucken. Wir können auch Freude hin und her pfen. So, jetzt bin ich vom Pizza holen. Was? Wo hast du die Pizza geholt? In Italien? Das war vor einer Stunde, Riker.
Wenn du. Die ist so eh kalt, wahrscheinlich jetzt. Wobei kalte Pizza gar nicht schlecht ist. Übrigens, Pizza kannst du 1A am nächsten Tag essen und in die Mikrowelle schmeißen. Keine selbst aufgebackene Pizza, aber so eine Pizza vom Italiener oder sowas kannst du damit gut. Das geht tatsächlich. Ja, er ist wieder da. Vibi. Oder? Ich hoffe, jetzt geht's. Ist der Endboss. Lieber schnell. Ja, dann los. So, hier haben wir übrigens die Quest jetzt abgeschlossen. Irgendwie ist heute der Wurm drin. Okay, dann hey ho, let's go, würde ich sagen. Alle rein da. Kommen hier alle rein da. Ich glaube, mir ist die Tür geht zu. Alter, du bist ja voll angeschrien. Na, könnten die bitte irgendwie... heal? Alter! Die haben mich gerade fast komplett umgenietet. So, weg, wenn er explodiert. Also bei 60%. Okay, das ist gleich soweit. Gleich weg von ihm. Wenn er anfängt zu zaubern. Das haut schon ordentlich zu. Simon auf jeden Fall auch einen Schritt zurück. Der Schurke ist es auch zu empfehlen. Ja, ist zu empfehlen. Ja, ist sehr zu empfehlen. Ich habe keinen Heiltrank mehr. So, bei 20% glaube ich, macht das nochmal, oder? Ah ne, macht es an einer gewissen Zeit, okay. Alle paar, also nach einem Zeitabschnitt, nicht nach einem Prozentabschnitt, sondern nach einem Zeitabschnitt. Macht das nochmal. Da war ja was. Okay, wir hätten auch, glaube ich, den Schurk, wir hätten auch irgendwie verzichten können, vielleicht. Okay, geschafft ist geschafft. So, es ist drin, die Stoffrobe. Ist die nicht vorhin auch schon gedroppt? Okay, Instanz haben wir. Wir haben die Quest. Wir werden jetzt die Quest noch abgeben. Wir haben noch 5 Minuten. Nee, 3 Minuten auf dem Ruhestein. Wir werden trotzdem, glaube ich, rauslaufen. Ui! Ja, Simon, schnapp dir die Robe, wenn du sie brauchst. Ich kann dir übrigens die Steine machen. Ich brauche nur Rohmaterialien. Beziehungsweise noch habe ich keine Rohsteine. Aber wenn ich welche habe, schicke ich dir die gerne umsonst zu. Muss noch Geld abholen und dann noch nette Gespräche führen und Auto fahren. Das dauert. Kommt auf an. Wenn du ein Auto fährst, was du aufziehen musst, dauert das. Baby, danke euch. Und Glückwunsch an Simon zur Robe mit der 17. So, man kann hier übrigens die Instanz verlassen. Gibt es tatsächlich, ich glaube, in jeder Instanz in DBC ist es so, dass es dann einen Eingang, also einen Bereich öffnet, wo du dann am Anfang der Instanz wiederkommst. Also so eine Art Hintertür, die dann aufgeht, damit du schneller wieder am Anfang der Instanz bist. Haben sie im Gegensatz zu Classic nämlich dann eingeführt. Finde ich sehr schön. Jo, danke an alle. War eine schöne Gruppe. Lange nicht mehr geheilt. Dafür hast Simon, du hast echt gut geheilt. Ich bin nicht gestorben. War echt gut. Vor allem Dual Wild im Vollfurore. Mein Blut gehört nur mir. War nicht schlecht. So, wir geben die Quest noch ab. Ich glaube, ich bin schneller. Ja, wir werden gleich schneller sein, wenn ich mich, glaube ich, porte. So, und hier sind wir jetzt, also hier beispielsweise, das hier war versperrt durch diese Tentakel. Und das geht dann alles auf und jetzt kommen wir hier wieder aus der Instanz raus, kann dann zu Ehrenfest und kann da die Quest schnell noch abgeben. Das würde ich jetzt auch noch machen. Und dann machen wir auch für heute Schluss. Also wir geben jetzt noch die Quest ab, das sind wir für heute durch. Aber morgen ist der nächste Livestream. Um 20 Uhr allerspätestens. Dann vielleicht schon kurz vor Level 62. Wir sollten morgen eigentlich Level 62 dann schon erreichen, auf jeden Fall. Und ja, morgen 20 Uhr werden wieder ein paar Instanzen laufen. Gerne auch wieder mit Simon beispielsweise, wenn er mitmachen möchte oder jemand anders. Paddy ist auch herzlich eingeladen. Alle anderen natürlich auch, die einen Charakter auf Ratzhofen haben und im Levelbereich sind. Und ja, dann gucken wir einfach mal. Aber wir geben jetzt noch die Quests ab. So, auf jeden Fall danke an die Gruppe. Ich verlasse auch mal die Gruppe. Und wir waren jetzt 4-mal durch die Instanzen durch in... Wie lange streame ich jetzt? 3 Stunden? 3 Stunden, 4 Instanzen. Ja, läuft. Und haben gemacht ein gutes... Ja, ein gutes halbes Level durch 4 Instanzen. Also auch gar nicht so wenig eigentlich. Dann haben wir jetzt hier sogar 2 Quests abgeschlossen. Achso, die Briefquest haben wir abgeschlossen und die hier. Die Briefquest hatte ich ja wieder nicht angenommen.
Weil der gute Guybrush mal wieder nicht für 5 Sekunden gedacht hat. Hab vor ein paar Tagen 7 Days mit dem Einstellung von Freider gespielt und lief auch richtig gut. Ja, Riker, das war einfach... 7 Days to Die war einfach zu einfach für dich. Du musst das auf dem schwersten Schwierigkeitsgrad spielen mit dauerrennenden Zombies anscheinend. Dass es läuft. Und wir haben tatsächlich jetzt 200 Gold gemacht. In einem Level. Oder die Waldfee. Das ohne irgendwas zu farmen. So, Quest geht man noch ab. Die Erfahrungspunkte gönne ich mir. Ich stelle mich logischerweise auch ins Gasthaus, dass wir ein bisschen doppelte Erfahrungspunkte bekommen für morgen. Und dann gucken wir mal. Vielleicht morgen auch Stream um 12 Uhr, das weiß ich allerdings noch nicht. Gerne abonnieren, dann werdet ihr in Kenntnis gesetzt, wenn ich live gehe. So, wie wir haben drei Quests. Rücken. Der ist. Obwohl, Crit 16, 21 Stärke. Oh, der ist gar nicht schlecht. Wir nehmen vielleicht den Rücken. Achso, und die Halskette werde ich auch anziehen, sobald ich jetzt nicht. Also, jetzt das Vorrohr-Equipment werde ich die Halskette auch benutzen. So, sie haben einen Grubenlord. Die Truppenkommandanten bemerken die starrenden Gesichter der anderen und senken. Gesichter der anderen und senken seine Stimmen. Phoenix X Sinere, vielen herzlichen Dank fürs Follow. Da will jemand morgen dabei sein. Das ist die richtige Einstellung. So, vielen Dank. Das ist es. Sie müssen das Blut dieses Grubenlords verwenden, um neue Höllenorks, die aus irgendeinem Grund nicht zur Brennlegion gehören, zu erschaffen. Und wenn sie das mit den braunen Makhar können, schaffen sie das auch mit grünen. Bei all den Orks, die durch das dunkle Portal kommen, sind das alles andere als gute Nachrichten. Wir müssen sie ins Herz ihrer Militärmacht treffen, und zwar bald. So, 5 Gold kriegen wir für die Quest auch. Und 385 Erfahrungspunkte und wir sind jetzt wohlwollend bei der Ehrenfeste und wir haben 20.000 Erfahrungspunkte für die Quest bekommen. Alter. So, die haben wir noch nicht fertig, aber die haben wir fertig. Das ist jetzt der Brief. Unterzeichnet von Illidan, sagt ihr. Gebt mir das mal. Der Kommandant liest den Brief, liest ihn erneut und denkt einen Moment nach, bevor er fortfährt. Die von euch überbrachten Neuigkeiten sind ohne Zweifel unheilvoll. Wir müssen unseren Vorhaben gegen die Höllenfeuer-Zitadelle und diesen Blutkessel unbedingt beschleunigen. Da ihr bewiesen habt, dass ihr mit dieser Aufgabe fertig werden könnt, möchte ich, dass ihr diese Pläne umsetzt. Ganni wird euch euren nächsten Auftrag erteilen, allerdings wird dieser wohl wesentlich tödlicher als euer erster sein. Möge das Licht mit euch sein, Guybrush. Wer ist Ben? 2 Gold. Nochmal 20. Das waren jetzt 40.000 Erfahrungspunkte und tatsächlich 24% haben wir von dem Level gemacht. Was kann ich für euch tun? Das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Für die Allianz. Und hier haben wir jetzt auch noch eine Quest. Grüße. Blut bedeutet Leben. Ich bin mir sicher, dass dieser Brief hier für einige Aufruhr sorgen wird. Okay, das ist die Folgequest von dem Brief jetzt. Wir glauben etwas gegen die Erschaffung immer neuer Höllenorks unternehmen zu können, wenn wir nur mehr über ihren Entstehungsprozess in Erfahrung bringen. Das ist tatsächlich so ein bisschen wie bei Herr der Ringe. Weil wir es bei YouTube hatten wir es mit Sauron, hatte ich es zwischendrin mal. Entstehungsprozess in Erfahrung bringen. Es ist schon schlimm genug, dass wir im Osten gegen die brennende Legion kämpfen müssen. Heute ist also euer Glückstag, mein Bester. Ihr bekommt die Chance auf einen Spaziergang im Blutkessel, wie manche den Innenhof der Höllenfeuer-Zitadelle nennen. Klingt verdammt heiß. Zieht los, tötet ein paar Höllenorks und bringt Proben ihres Blutes mit zurück. Fühlt ihr euch der Aufgabe gewachsen? Okay, die nächste Quest für den Blutkessel. Schwerrüstung, Leder, Platte, Zauber. Okay, hier ist nichts für uns dabei, aber auch wieder 5 Gold und ein schönes Item. Gudi, dann